Hallo, auch heute wieder ein herzliches Willkommen zu einem neuen Input der Gemeinde Life Unlimited. Ich bin Karin und jeder, der mich kennt, weiß, dass der Wald und ich irgendwie zusammengehören. Es gibt eigentlich keinen Tag, außer wenn es absolute Sturmwarnung gibt, dass ich nicht mindestens 45 Minuten mit meinem Hund im Wald unterwegs bin. Und das Faszinierendste, was mir einfach jedes Jahr im Frühling jetzt auffällt, ist, dass der Wald voller Bärlauch ist. Sobald man in den Wald reinkommt, empfängt einer eine Duftwolke, der man sich einfach nicht entziehen kann. Ja, ich weiß, Bärlauch ist nicht jedermanns Geschmack und daher ist mir einfach eine Bibelstelle gekommen, die ich euch vorlesen möchte, die Paulus an die Korinther schreibt. Das können wir lesen in 2. Korinther 2, Vers 14 bis 16. Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist, sodass sich diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall ausbreitet. Ja, weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. Für diese ist es ein Geruch, der auf den Tod hinweist und zum Tod führt. Für jene ist es ein Geruch, der auf das Leben hinweist und zum Leben führt. Ich denke, ja, wir sollen wirklich ein Wohlgeruch sein. Wir dürfen Jesus weitergeben. Und was die Menschen draus machen, ist ihre Entscheidung. Aber das Wichtigste ist einfach, dass wir identisch leben. Ich musste immer wieder dran denken, da ich absoluter Teetrinker bin. Manche Tees, die sind einfach so parfümiert. Und die riechen gut. Aber wenn man trinkt, dann schmeckt man einfach von dem Geruch gar nichts. Aber wir wollen wirklich so leben und einen Duft ausstrahlen, der nicht bloß einfach nur redet und nicht danach handelt oder handelt und falsche Reden hat, sondern dass es wirklich übereinstimmt. Und ja, ich habe mir auch überlegt, können wir auch vor Gott ein Wohlgeruch sein? Im Alten Testament lesen wir ja oft, dass wenn das Volk Israel gesündigt hat und ein Opfer dann brachte, dass Gott es einfach wie ein Wohlgeruch dann angesehen hat und wieder gnädig wird. Zum Beispiel können wir es lesen nach der Sintflut in 1. Mose 8, Vers 20 und 21. Da steht, Noah aber baute dem Herrn einen Altar und opferte auf dem Altar Brandopfer. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Ja, Gott sieht es einfach, dieses Opfer als Wohlgeruch. Wir können Jesus dankbar sein, dass wir heute keine Brandopfer mehr bringen müssen und keine Tiere mehr schlachten, weil er das perfekte Opfer für uns war. Aber wir können auch Gott heute wirklich noch einfach ein Opfer bringen und das ist einfach unseren Dank, unseren Lob. Wir können einfach in Hebräer 13, Vers 15 lesen. So lasst uns nun durch Jesus alle Zeit Gott das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wir wollen wirklich Gott loben und ehren und ihm Dank sagen und nicht immer nur jammern und klagen, weil er ist einfach wert. Und ich denke, das ist einfach dieser Wohlgeruch, den wir einfach auch Gott bringen dürfen. Dass wir wie der Bärlauch einfach so intensiv und für andere Menschen und vor Gott riechen dürfen. Das wünsche ich uns allen und ich wünsche dir einfach einen duftenden Tag heute. Jesus ist mehr, Life Unlimited, das Leben, das mehr ist.